herzlich willkommen beim Bulligen Wachmacher. Hey Leute, eure Lieblingspodcaster Dax Werner und Moritz Hürtgen sind zurück im Live-Geschäft. Wir sind zurück aus dem Urlaub und der Bohnige Wachmacher ist heute quasi wieder live, kommt er wieder live aus München und NRW in eure Podcast-Stüberl oder wo auch immer ihr das hört. Und ich freue mich einfach, dass wir wieder direkt für euch da sind und begrüße deswegen meinen Podcasting-Partner Dax Werner. Hey Moritz, ich wünsche dir einen wunderbar erholten guten Morgen. Ich bin auch wieder zurück in NRW, zurück aus dem Urlaub und ich fühle mich frisch und munter. Und im Gegensatz zu so manch anderem Podcast hören wir auch noch lange nicht auf. Das wollte ich erstmal loswerden. Richtig, es ist die Zeit des großen Podcast-Sterbens und Schlummerns. Sehr schade, muss ich sagen. Ja, viele hören auf und von denen wünsche ich alles Gute. Ich erwarte aber schon, dass sie nochmal in ihrer letzten Folge, machen wir es so rum. Das Angebot vom Bohnigen Wachmacher steht: Wir übernehmen die Hörerschaft, ohne dass wir was dafür wollen. Also wir nehmen die Leute. Wir betreuen die mit bestem Wissen und Gewissen wird die Hörerschaft von uns weiter betreut, wenn ihr denn möchtet. Ja, sehr gerne. Ja. Der Bohnige Wachmacher ist zurück. Wir orientieren uns wieder auf unsere Kernkompetenzen. Gute Laune, Kaffee in jeder Form und Zubereitungsart und Weise und einfach eine extrem entspannte Stimmung. Und deswegen, Dax, ich habe was ausprobiert. Ich wollte dich auch zurück begrüßen aus dem Urlaub mit einer E-Mail und ich surfe immer mal auch auf bild.de und die haben jetzt eine eigene KI. Die heißt Hey Unterstrich. Ja, die kenne ich, die habe ich auch schon ausprobiert. Genau, und da habe ich, und da ist auch empfohlen, dass man die nervigen Aufgaben des Alltags von Hey, von Bild übernehmen lassen kann. Und habe ich gedacht, es ist jetzt keine nervige Aufgabe, aber schreib mal eine E-Mail für mich und zwar an meinen Podcast-Partner Dax, Werner. Und heißt ihn zurück, willkommen zurück aus dem Urlaub. Und dann hat Hey mir so eine sehr langweilige Mail, da habe ich gesagt, ob es noch einmal cooler formuliert werden kann. Und das Ergebnis ist, Treff, guten Morgen, Abenteurer. Und dann die E-Mail geht, hey Dax, ich hoffe, du bist gut aus dem Urlaub zurückgekommen und hast die Sonne ordentlich aufgeladen. Wie war's? Ich bin gespannt auf deine Geschichten und Abenteuer. Lass uns bald quatschen. Ich kann es kaum erwarten, von dir zu hören. Cheers, Moritz. So wie du auch sonst halt schreiben würdest. So hört sich das an für mich. Ja. Und ich bin halt, ich finde es schon insgesamt ziemlich cool, bin aber enttäuscht, weil ich habe dann nochmal kurz geschaut und Hey von Bild ist einfach ChatGPT. Also die lassen das einfach da reinlaufen. Weiß ich nicht, was sie da an die Firma von ChatGPT für zahlen, aber es ist gar keine eigene KI, weil ich hätte ja gedacht, wenn ich mir von Bild eine E-Mail formulieren lasse, ist das so geil im Franz Josef Wagner Ton? Ja, das wär's. Das wär's auf jeden Fall. Ich kann mich auch erinnern, dass ich die KI mal ausprobiert habe. Und zwar habe ich ausprobiert, dass mir die KI mal genau erklärt, warum Kai Diekmann gehen musste und warum Julian Reichelt gehen musste bei Bild. Da spannende Antworten, kann ich jedem nur mal empfehlen, das auszuprobieren. Oh Mann, ja. Aber danach surft auch wieder auf eine andere Seite. Ich wollte noch eine Sache, weil du hast mich jetzt, also ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, deine Mail, aber du hast mich jetzt im Urlaub gefragt und ich möchte eine Geschichte aus dem Urlaub mitbringen und zwar habe ich eingecheckt in einem B&B privat geführt, das sich auf das sozusagen vegan geführt war und es war ein fantastisches Frühstück mit ganz, ganz viel Liebe und mit ganz, ganz viel ich möchte mal sagen, veganem Sachverstand zubereitet, denn das Frühstück war inklusive und alles war wirklich vom Allerfeinsten richtig, richtig lecker, ganz tolle Sachen entdeckt. Das Einzige, was so noch so ein bisschen, ganz kleines bisschen Luft nach oben war, das war halt wirklich der Kaffee. Und ich glaube, dass also der Kaffee kam in so einer ganz kleinen Thermoskanne. Das war auch so das war dann in der Summe so eine Ibis-Hotel-Frühstückstasse, war das vom Umfang her. Und ich hatte so die ganze Zeit, hab mich nicht getraut zu fragen, aber ich hatte die ganze Woche das Gefühl, dass es eigentlich entkoffeinierter Kaffee ist, weil ich bin eigentlich dann dazu übergegangen, nach dem Frühstück dann mir nochmal woanders einen richtigen Kaffee zu holen. Aber wollte es nicht sagen, weil der Rest so toll war. Ja, auf einem Bein kann man nicht schwimmen, würde ich mal sagen. So reicht einfach nicht. So sieht's aus, genau. Und dann hatte ich noch ein ganz tolles Kulturwochenende jetzt nach der Ankunft wieder. Erst waren wir am Samstag bei Paula Irmschlass Lesung auf dem NRW-Tag.
in Köln. Das war ganz großartig, bis es angefangen hat zu regnen. Das war leider nicht so toll. Aber sie hat gelesen aus ihrem neuen Roman Alles immer wegen damals. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und gestern habe ich dann... Darf ich ganz kurz unterbrechen? Entschuldigung. Ja, klar. Wenn man auf dem NRW-Tag liest, dann hat man es geschafft, oder? Das ist für mich irgendwie so... kannte das bis gerade nicht. Klingt für mich aber nach der Nummer-1-Veranstaltung in Deutschland eigentlich. Es war schon eine mystische Veranstaltung, weil da waren überall so weiße Zelte, so ein bisschen so Pavillon-Feeling wie bei so einer Biennale oder so etwas. Und da haben sich so aber Ministerien vorgestellt. Da war dann das Familienministerium oder... Das Bildungsministerium NRW, also so von dem Vibe her. Aber dazwischen waren dann so Pommesstände oder wo man sich so Zuckerwatte holen konnte oder so ein Kölschstand. Das war so ein gemixter Vibe beim NRW-Tag. Aber fand ich eigentlich ganz geil. Also wenn ich jemanden diesen Premium-Slot gönne, dann Paula Irmschler mit ihrem Roman. Hundertprozentig. Alles immer wegen damals. Empfehle ich auch sehr an dieser Stelle. Empfehle ich auch sehr, auf jeden Fall. Und liebe Grüße. Ich wollte noch erzählen, ich habe am Freitag dann, als ich wieder in Deutschland war, als allererstes Pokal geschaut, Ulm gegen Bayern im ersten, weil gab noch nicht genug Sport in den letzten Wochen und Monaten. Das muss direkt nach dem Urlaub weitergehen mit Sport gucken. Und mir ist eine Sache aufgefallen, über die habe ich wirklich das ganze Wochenende nachgedacht und die möchte ich mit dir und mit unseren lieben HörerInnen teilen. Wir hören mal rein. Den Aufwand angesprochen, den die Bayern betrieben haben in dieser ersten Hälfte. Natürlich wollen auch einige Spieler zeigen, wenn mal Joshua Kimmich auf neuer, alter Position. Ich möchte der Chef im zentralen Mittelfeld werden. Und natürlich will auch vorne ein Thomas Müller zeigen, dass nicht nur seine Pferde bei Olympia die Goldmedaille gewinnen, sondern dass er auch noch ein Faktor in der Bundesliga und beim FC Bayern sein kann und sein wird. In den ersten 5 Sekunden dachte ich, Kevin Kühnert spricht von der Stimme her. Ah, echt? Ja, ja. Aber nur so die ersten 5 Sekunden dachte ich, warum? Das wäre spannend, wenn er jetzt auch noch Fußballspiele kommentiert, so nebenher. Ja, er ist ja Fußballfan, er ist ja Amine. Ah ja, genau, wie El Hotzo. Ja, genau. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ja. Und zwar bin ich nicht hinweggekommen über den Satz des Kommentators, dass Thomas Müller, der nun 35 Jahre alt ist, und es steht so ein bisschen in den Sternen, wie lange spielt er denn noch Fußball beim FC Bayern, und dass nun Thomas Müller dem neuen Trainer von Bayern, Vincent Kompany, gesagt haben soll, hey Trainer, nicht nur meine Pferde holen bei Olympia Gold, ich bin auch noch richtig stark und kann Tore schießen und welche vorbereiten. Da habe ich drüber nachgedacht, ob das wohl wirklich so passiert ist, und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Kann mir schon vorstellen, dass er da jetzt auch, also dass ihn der Sieg seines... Mit breiter Brust. Ja, seines Pferdes hat ihn natürlich einerseits gefreut, andererseits auch verunsichert, weil er gedacht hat, ob ich auch selbst noch so ein Galopper bin, der jede Hürde nimmt. Und deswegen denke ich, dass sich hier der Kommentator, dessen Namen ich nicht weiß, dass es schon gut in ihn eingefühlt hat. Also ich glaube, wenn man Fußball kommentiert, bekommt man ja auch langsam so ein Gefühl für sich, so diese Gedankenwelten von Fußballspielern auch. Stimmt auch wiederum. Ich glaube eigentlich, man hat ja genug Zeit, darüber nachzudenken. Genau, ich glaube schon, dass Thomas Müller 1:1 so denkt. Ja. Okay, das ist jetzt eine überraschende Antwort, aber eigentlich total überzeugend. Eigentlich hast du mich jetzt überzeugt davon. Ich hatte neulich noch einen Gedanken. Weil Thomas Müller, der quatscht ja immer so viel, ne? Der gilt ja so als eloquent. Und er hatte früher immer, als er angefangen hat, hatte er immer den Spitznamen Radio Müller, weil er so viel redet. Und da habe ich gedacht, wenn jetzt heute ein Jungspieler käme, der würde dann Podcast Müller heißen. Stimmt. Oh, weißt du das, apropos Fußball, vielleicht das letzte Fußballbit für heute, aber ich habe es irgendwo gesehen, ich glaube auf Instagram oder so. Weil das ist ziemlich Bovakor vom Ansatz her. Und zwar die Nationalspieler Andrich und Kimmich waren, soweit ich das richtig verstanden habe, gemeinsam wandern mit ihren Kindern. Mhm. Das war wirklich schön. Und das war auch irgendwie, also irgendwie wirkten beide auch super entspannt dabei und auch authentisch, so als würden die das auch öfter machen oder hätten zumindest authentischerweise Spaß daran. Ja, einfach so zwischendurch mal gedroppt, diese Nachricht. Vielleicht wollen sie ihren Trainern zeigen, dass sie auch was sie am Berg leisten, auch noch auf dem Platz leisten können. Nämlich die höchsten Gipfel erklimmen. Ja.
Vielleicht genau so. Lieber Moritz, wir haben von unseren ZuhörerInnen auch Mails bekommen. Ja. Und über eine Mail müssen wir reden, nämlich die kam von Steffen. Der hat uns auf eine Nachricht hingewiesen, über die hier im Buffer sofort und sozusagen augenblicklich geredet werden muss. Und zwar gibt es einen neuen Lebensmittelskandal. Oh nein, nicht schon wieder. Doch. Nimmt es denn nie ein Ende? Also ich freue mich irgendwie darüber, dass so eine Meldung wir zum Besprechen haben. Mache mir aber Sorgen, wie viel Lebensmittel, es wird wieder geklaut, oder? Es wurde diesmal abgeladen, illegalerweise. Okay. Mhm. Es wurde auch geklaut, es gab eine andere Mail dazu, zum Thema Lebensmitteldiebstahl, wo auch so ein bisschen schon gemutmaßt wurde, dass wir jetzt irgendwie die Leute dazu angestiftet hätten, noch mehr Lebensmittel zu klauen, sozusagen den Werther-Effekt im Buffer, den Buffer-Effekt provozieren würden. Da gehen wir jetzt diese Folge noch nicht drauf ein, da müssen wir auch mal intern noch ein bisschen drüber sprechen, ob das überhaupt sein kann. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Ja. Ja, genau. Es geht heute um den Zwiebelskandal von Mülheim und zwar Hitradio FFH meldet, hunderte Kilo mitten in den Wald gekippt und die Nachricht fängt wirklich fantastisch an. Bitte Ruhe und seid konzentriert für den ersten Satz, für die ersten Worte dieser fantastischen Meldung, wie ich finde. Das ist doch wirklich zum Heulen. In Mülheim im Kreis Offenbach haben Unbekannte hunderte Kilo Zwiebeln im Wald weggeworfen. Die Polizei hat zwei Verdächtige ermittelt. Direkt mal eine Zwischenfrage an dich, Moritz. Du hast ja lange in Frankfurt gelebt. Ja. Offenbach liegt direkt daneben. Ja. Kennst du denn die Stadt Mülheim im Kreis Offenbach oder ist das Terra Incognita? Kenne ich. Ich bin da manchmal durchgefahren mit dem Fahrrad im Sommer, weil irgendwo bei Mülheim, hinter Mülheim, weiß ich nicht mehr genau, gibt es so ein paar Seen, in denen man eigentlich nicht baden darf, weil es irgendwie so Fischereiseen sind oder sowas. Aber alle Leute fahren dorthin, weil es die mit Abstand schönsten Seen in dieser ganzen Region sind. Da, also vielleicht, das kennen bestimmt die einen oder anderen HörerInnen, aber da war ich ein paar Mal. Aber auf Zwiebeln bin ich da noch nie gestoßen. Okay, ich gehe mal hier weiter in der Meldung. Ja. Vermutlich zwei junge Männer haben dort hunderte Kilogramm ausgeschüttet, also Kilogramm Zwiebeln, bestätigt die Polizei auf unsere Nachfrage. Unsere ist hier Hitradio FFH. Zuerst hatte aber die Offenbach-Post berichtet. Die Hintergründe sind aber völlig unklar. Auch hier nochmal für dich die Zwischenfrage als ehemaliger Local. Offenbach-Post, dir auch ein Begriff, oder? Nee, jetzt weniger, aber gibt's bestimmt. Okay. Ja, ja. Okay. Okay. Tatverdächtig, ich frage nur, weil vieles an dieser Meldung klingt ausgedacht. Und wenn wir hier schon Experten haben wie dich, dann frage ich da lieber nochmal okay, zweimal. Okay, ich werde da jetzt nochmal drauf aufpassen, ob mir das ausgedacht vorkommt. Tatverdächtige schnell gestoppt. Zeugen meldeten sich am Wochenende bei der Polizei. Sie sahen, wie jemand nachts aus einem Transporter heraus volle Kisten in den Wald warf. Die Beamten konnten diesen Transporter wenige Minuten später in Offenbach stoppen. Drin saßen zwei junge Männer, 18 und 19 Jahre alt. Sie stritten alles ab, allerdings war die Beweislast erdrückend. Im Laderaum lagen überall Zwiebelschalen. So, und jetzt gibt's noch vom Bürgermeister von Mülheim, Alexander Krei, drei richtig tolle O-Töne. Vielen Dank, dass Hitradio FFH diese O-Töne auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellt hat. Da wollen wir natürlich jetzt auch mal gemeinsam reinhören, denn die haben es in sich. Ich war erstmal total geschockt, weil das natürlich eine große Menge an Zwiebeln sind. Und vor allem sieht man ja auch die großen Gewinde. Also es war klar, dass die irgendwie aus dem Großmarktzusammenhang oder so, dass jetzt keiner seine Haushaltsabfälle dort entsorgt hat, sondern irgendwie auch gewerbliche Abfälle bei uns dann im Wald rumliegen. Ich möchte da nicht spekulieren. Ich habe auch die verschiedenen Kommentare gelesen. Da gibt es ja wildeste Spekulationen, dass irgendwelche Großmarktabfälle abgeladen wurden. Ich habe nur gesehen, dass es eben Großgebinde da ja auch da waren. Also jetzt keine haushaltsüblichen Mengen. Ich sagte schon, jetzt irgendwie keine Zwiebelnetze oder sowas, sondern wirklich größere Verpackungseinheiten da auch rumstehen. Also deswegen wird es schon irgendwie aus dem gewerblichen Teil kommen. Aber was genau, das werden jetzt die Ermittlungen zeigen. Wahnsinn. Ja, da finde ich, hat er sich aber ein bisschen selber widersprochen. Vermutlich auch, weil der Fall so aufregend ist, auch für ihn als Bürgermeister. Aber er hat das zweite Statement so ein bisschen eingeleitet mit, ich möchte mich nicht an den Spekulationen beteiligen, will die auch nicht anheizen. Und trotzdem im zweiten Satz sagt er ja dann, er vermutet, dass das aus dem Großmarktmilieu kommt, denn es waren keine einfachen Netze, sondern halt schon riesige Zwiebelladungen, die da entsorgt worden aber sind. Aber es waren rohe Zwiebeln, ne? Das hatte ich mich noch gefragt. Ja, denn die Passanten sind auch aufgrund des Geruchs auf diese Zwiebel ja, aber ist das geworden. Denn, jetzt mal eine Frage, es ist ja im Wald, ne? Und Zwiebel, das ist ja einfach verderbliche Ware, das ist doch einfach, das kompostiert doch. Ist das denn schlimm?
Ja, da müssten wir aber jetzt wirklich mal jemanden oder so einen Förster oder so fragen. Oder waren da die Packung drumrum? Oder kriegen die Wildtiere davon Bauchschmerzen, wenn sie so viel Zwiebeln essen? Ich denke mal, dass hier auch die Dosis macht das Gift. Also wenn so viele Zwiebeln, ja, dann sozusagen die das Nährstoffprofil des Bodens irgendwie verwässern oder verändern, dann ist das schon ein Problem, denke ich. Ja, ja, aber also ich weiß mich nicht. Ich will auch nicht Spekulationen anheizen, aber ich würde auch mal die Rolle dieses Bürgermeisters da in diesem Fall nochmal beleuchten von allen möglichen Seiten, weil irgendwie kam er mir da schon sehr, ich will jetzt nicht sagen Täterwissen, aber er wusste schon enorm gut Bescheid über den Zwiebelvorfall, ja. Ja, ja. Also ich glaube, dass diese zwei, also 18- und 19-Jährigen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in dem Alter schon so viele Zwiebeln besitzt. Ich denke mal, dass das Handlanger waren, die wegbringen mussten. Die Frage ist jetzt, für wen? Spekulationen über die Hintergründe, also bei der Polizei liegen zumindest bis jetzt keine Infos vor, dass jemand hunderte Kilo Zwiebeln vermisst. Ja. Waren die Zwiebeln vielleicht verdorben? Das hast du so eben gefragt. Oder wollte sie jemand auf diese Weise loswerden? Unwahrscheinlich. Erstens sehen sie auf den Bildern noch recht genießbar aus. Zweitens wären sie dann auch in der Biotonne gut aufgehoben gewesen. Waren es dann rote Zwiebeln oder diese großen Gemüsezwiebeln? Das weiß ich nicht. Wir gucken mal, ob der Bürgermeister noch was dazu sagt. Ich habe noch einen O-Ton von ihm hier. Okay. Das muss weggemacht werden. Das kann nicht im Wald rumliegen. Mittlerweile durch die Witterung auch fangen die irgendwann auch einfach an zu riechen, die Zwiebeln. Das heißt, unser Bauhof ist jetzt rausgefahren und haben das entsorgt und es wird dann nachher zum Fachentsorgungsbetrieb gefahren und dann vernichtet. Das da merkt man auch, was das verrückt für ein Ausnahmezustand ist für so einen Bürgermeister. Da wirst du dann halt gewählt und dann richtest, ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich vermute im Kreis Mülheim oder Mülheim in Offenbach, da passiert jetzt nicht so viel Weltbewegendes in 4 Jahren und auf einmal hast du dann mit so einem Zwiebelfall zu tun, der dich dann auch wirklich tagelang in Atem hält und wo du dann auch vom Radio interviewt wirst und so weiter. Also ich würde einfach nur gern jetzt nicht, dass es so stehen bleibt, dass wir jetzt dem Bürgermeister hier irgendwie unterstellen, was damit zu tun zu haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es die pure Aufregung ist. Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht auch das Adrenalin aus ihm spricht. Das spricht das Adrenalin aus ihm, genau. Le Tour im Bova. Ja, die Tour de France Femme hat eine Gewinnerin. Das ist Kasia Niewiadoma. Und zwar mit dem Rekordvorsprung von nur 4 Sekunden. Moritz, ich glaube, du warst am gestrigen Tag noch lange auf der Autobahn unterwegs, hast du erzählt. Da hast du wahrscheinlich nicht reingeschaut. Ja, zurück aus dem Urlaub. Ich habe die Zusammenfassung da angeguckt. Und es war ja quasi fast, also es war kein Fotofinish, aber es war im Fotofinish-Bereich. Denn Tourgewinnerin ist ja als Erste angekommen. Nee, als Zweite, ne? Genau. Bei der Etappe. Ja, ja, genau. Ja. Und die Uhr lief und wäre sie 4 Sekunden später gekommen, hätte sie die Tour nicht gewonnen. Und das beim Schlussanstieg in Alpe d'Huez, also da will ich mal sagen, geht's eigentlich geiler. Ich finde, du hast bestimmt noch was zu sagen, aber ich würde mein Fazit schon mal sagen, ich finde dieses Format 8 Etappen und dann so ein geiles Finish auf so einem Berg finde ich eigentlich perfekt. Also saugeil, ne? Ja, ja. Finde ich richtig gut. Voll. Voll gut, genau. Und man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, also wirklich klasse Leistung von Kasia Niewiadoma. Wir sagen gleich noch was zur Aussprache, denn haben wir eine sehr interessante Mail von Erik bekommen. Aber auch unglaubliche Leistung von Demi Wollering, die ja bis Donnerstag noch in Gelb fuhr. Dann ist sie unglücklich gestürzt und musste jetzt heute aufholen. Und sie ist wirklich 50 Kilometer vor dem Ziel, vor der Ankunft in Alpe d'Huez, ausgerissen und hat halt versucht, dieses gelbe Trikot heute zu erfahren über einen Vorsprung auf die Erstplatzierte und wirklich ein fantastisches Finish. Also so eins, das man sich bei der Tour de France der Herren auch schon länger gewünscht hat, denn dagegen war jetzt wirklich die Tour de France der Herren dieses Jahr ziemlich langweilig und ziemlich früh schon klar. Und genau, ich hatte es angeteasert, Erik hat uns geschrieben, ich zitiere mal kurz, und zwar schreibt er: Hallo ihr beiden, danke für die Berichterstattung zur Tour de France. Femme habe das Spektakel sehr interessiert verfolgt und finde es einen Tick spannender als bei den Männern, weil es nicht so einen Überflieger wie Tadej Pogacar gibt. Das hat Erik übrigens schon vor ein paar Tagen geschrieben. Er konnte also noch gar nicht wissen, wie spannend es am Ende doch noch werden würde. Klammer zu. Und dann schreibt er weiter: Für die morgige Zusammenfassung könnt ihr euch auch am Anfang des Videos anhören, wie Kasia Niewiadomas Name ausgesprochen wird. Mit einem Laut zwischen
zwischen, da kommt der rheinische Schiitismus bei mir raus, mit einem Laut zwischen weichem CH und SCH. Also ich versuche es gerade nachzumachen mit Kasia. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Damit wehrt ihr aber den KommentatorInnen der ARD einen Schritt voraus, schreibt Erik. Vielen Dank dafür. Und das hat mich ja als jemand, der Linguistik auch mitstudiert hat, wirklich sofort interessiert. Und deswegen habe ich jetzt mal die Probe aufs Exempel gemacht und habe geschaut, wie wird denn der Name von Kasia Nivjadoma im ARD in der Sportschau ausgesprochen und wie spricht sie ihn selber aus? Bist du auch schon so gespannt wie ich, Moritz? Ja, bitte. Shoot. Es ist die größte Herausforderung bisher in der Geschichte der Tour de France Femme. Eine ultraharte Etappe mit dem Ziel oben in Alpe d'Huez, einem der ikonischsten Anstiege Frankreichs. Noch längst nicht entschieden, der Kampf um das gelbe Trikot. Die Polin Kasia Nivjadoma will es unbedingt verteidigen, doch die Konkurrenz sitzt ihr im Nacken. Also, ARD sagt Kasia. Besser vorbereiten, oder? Vielleicht, denn Kasia Nivjadoma hat, jetzt sage ich es auch schon, sie hat auf ihrem eigenen Instagram-Profil ein Video geteilt, wo sie ganz am Anfang ihren eigenen Namen sagt. Dieses Reel hat uns Erik mitgeschickt und da hören wir jetzt auch mal rein. Wie spricht sie ihren eigenen Namen aus? Man hat sich ganz so gut gehört, weil es ist eine Aufnahme irgendwie bei Wind und Wetter. Man hört den Wind so ein bisschen ins Mikrofon peitschen, aber es ist so ein bisschen, wie Erik sagt, zwischen CH und SCH, Kasia Nivjadoma. So, glaube ich, habe ich es jetzt ungefähr richtig gesagt. Naja, fand ich interessant und spannend. Wie diese gesamte Tour auch. Und es war ja jetzt eigentlich wirklich, muss ich auch ein bisschen wehmütig sagen, das war Le Tour in Bova für dieses Jahr. Ich würde aber schon mal das Versprechen abgeben, dass wir im Jahr 2025 wieder dabei sind. Wir können, also das haben wir beide jetzt noch nicht intern besprochen, deswegen bespreche ich es jetzt mit dir on air. Es gibt ja demnächst die Deutschland-Tour, die folgt jetzt praktisch im Anschluss an die Tour de France. Okay. Und ich will noch nichts versprechen, weil wir haben jetzt, ich habe für meinen Geschmack, wenn ich jetzt mal ganz selbstkritisch mit mir hart ins Gericht gehen will, ich hätte schon noch ein bisschen mehr Tour de France Femme schauen können, aber der Urlaub kam dazwischen, deswegen habe ich nicht so ganz viel geschaut. Und bevor ich jetzt wieder zu viel verspreche, aber vielleicht machen wir so eine Folge zum Abschluss der Deutschland-Tour, wo wir so ein kleines Fazit ziehen. Ja, das machen wir gerne. Okay, ich bin dabei. Ja. Sehr gut. Alles klar. Und dann war das jetzt vorerst die letzte Ausgabe von Le Tour im Bova. Ja, lieber Dax, und jetzt haben wir noch das, worauf die Leute natürlich schon warten. Immer noch sind Leute dabei und hören mit, den unseren Fortsetzungsroman Auf einem Bein kann man nicht schwimmen, die Coming-of-Age-Story dieses Sommers, beziehungsweise des Sommers 2000, da spielt unser Buch. Wir sind mittlerweile bei Kapitel 11. Es ging alles los in Folge 45 und in der letzten Folge hast du eigentlich alles nochmal resettet. In Kapitel 10. Es ist alles, das war schon ein Bold Move, kann man nicht anders sagen. Ja, fand ich auch stark, weil es wieder einfach Möglichkeitsräume aufmacht, wie Thomas Müller sagen würde. Und ich habe das natürlich genutzt und mache jetzt Kapitel 11, bitte dich, im Schnitt nachher eine ein bisschen mysteriösere Musik als sonst noch drunter zu legen. Oh, unheimlich gerne. Wenn es irgendwie geht. Okay? Selbstverständlich. Ja. Bist du bereit für Kapitel 11? Ich bin super gespannt und ich habe es auch vermisst im Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen. Kapitel 11. Ein Tag, eine Woche, ein Monat später. Wie viel Zeit ist vergangen? Ist es September oder Oktober? Ich weiß es nicht. Die Hitze des Sommers ist geblieben. Roger ist abgehauen. Eine Auszeit in Amerika. Ich bat ihn, mich mitzunehmen in den Yellowstone National Park. Doch der Verräter ließ mich zurück. Die Packung Kaugummi, die er mir zum Abschied schenkte, ist längst aufgekaut. Meine Eltern lassen sich scheiden. Das haben sie mir beim Abendbrot mitgeteilt, beiläufig. Ich habe nichts gesagt, nur bitter gedacht, dass ich irgendwann einen Roman über meine Jugend schreiben kann. Kein Ausweg aus dem Erftkreis. Ich habe mir angewöhnt zu rauchen, statt in die Schule zu gehen. Keiner vermisst mich. Von Jesse und Jochen habe ich seit der Party bei Mike und Paul nichts mehr gehört. Sie sind Turteltauben, ich bin eine einsame Krähe. Schwarzes Gefieder und dunkle Gedanken. Ich habe begonnen, Tagebuch zu führen. Bisher steht an den meisten Tagen nur,
heute nichts. Habe auf dem Wohnzimmertisch das Ratgeberbuch Hilfe, ist mein Kind ein Emo gesehen. Mutter wird es absichtlich dort platziert haben, um mich zu kränken. Wie kommt Mutter überhaupt darauf? Die Emo-Subkultur ist doch gerade erst in der Entstehung befindlich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ganz und gar nicht. Immer öfter habe ich Zweifel. Ist das, was mich umgibt, echt? Bin ich ein Teil dieser Welt? Wo beginnen Träume? Wo hören sie auf? Schnitt. Ich finde mich am Baggersee wieder. Auf dem Steg. Es tropft auf meine Füße. Rot. Blutrot. In meinen Händen halte ich ein Messer. Und ein menschliches Bein. Chris! Chris! Ruft Jochen aus dem dunkelrot gefärbten Wasser. Was hast du getan? Jochen geht unter. Auf einem Bein kann man nicht schwimmen. Hinter mir steht Jessie. Hinter mir steht Jessie. Sie kichert und klatscht in die Hände. Ich drehe mich zu ihr. Sie gibt mir einen Kuss. Alles ist perfekt. Das war Kapitel 11 von Auf einem Bein kann man nicht schwimmen. Dax, was sagst du dazu? Puh, wow. Okay. Okay. Das ist krass. Das ist krass. Ich muss auch, glaube ich, das mir nochmal anhören. Ja. Weil das ist extrem dicht komponiert, möchte ich mal fast sagen. Du spielst enorm viel mit der Technik des Traumes, des literarischen Traums, des Traums in der Literatur. Also hier verschwimmen auch so ein wenig die Grenzen, habe ich den Eindruck, zwischen Realität und Wahnsinn und Realität und Traum. Interessant. Ja, ich gebe auch zu, dass ich natürlich schon beim Schreiben ein bisschen drauf spekuliert habe, dass die LiteraturwissenschaftlerInnen und BuchbloggerInnen, die uns zuhören, darauf jetzt anspringen und uns schreiben. Ja, verstehe ich den Impuls durchaus, aber habe dadurch so ein bisschen Angst, dass es vielleicht dann auf lange Sicht ein bisschen zu konstruiert wird. Ja, das kann sein. Das kann sogar sehr gut sein. Hast du zufällig die Mail von Sebastian gelesen? Ich habe in den letzten Tagen wenige Mails geschrieben, aber ich glaube okay. Schon. Moment. Ich habe sie hier parallel auf. Weil ach doch, passt sie, extrem der Betreff gut. War, glaube ich, dass er enttäuscht ist. Einfach nur enttäuscht. Mail von Sebastian. Ich möchte ihn mal kurz vorlesen. So viel Zeit muss sein. Ja. Lieber Dax, lieber Moritz, heute muss ich meinem Ärger mal Luft machen. In Folge 47, zurück am Baggersee. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. Eures Coming-Age-of-Romans, auf einem Bein kann man nicht schwimmen, hatte Moritz die Szene im Wasser entworfen, die in der Chris Jochen beinahe das Bein mit dem Messer amputieren muss. Natürlich ging das Ganze nochmal gut, durch Schuh ausziehen. Trotzdem hat mich diese Erzählstruktur sehr an eine Grey's Anatomy-Folge erinnert, die mit George in einem Krankenwagen startet. Er hat ein Messer in der Hand stecken. Im Verlauf der Folge werden in mehreren Rückblenden Szenen entwickelt, in denen sich George vermeintlich das Messer in die Hand rammt, es dann aber doch nicht tut. Also ganz kurzer Kommentar von mir, das kenne ich nicht, diese Folge, aber klingt enorm spannend. Weiter geht's. Ich war voller Hoffnung, dass diese Rückblendenstruktur nun auch Einzug in euren Roman erhält. Immerhin heißt er, auf einem Bein kann man nicht schwimmen. Ein Bein impliziert, dass das andere verloren geht. Und es böten sich garantiert mehrere Situationen, in denen Jochen wieder vermeintlich ein Bein verlieren könnte. Nun warte ich seit 6 Folgen darauf, dass jemand von euch diese narrativen Elfmeter ohne Torwart reinmacht, aber das ist scheinbar zu viel verlangt. Ich verbleibe hoffend, dass da noch was kommt. Euer treuer Hörer Sebastian. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt zufriedenstellt, dieses Kapitel. Liebe Grüße an Sebastian, wir hatten uns auf der Republika, glaube ich, getroffen. Ah ja, so genau. Rum wird ein Schuh bitte, daraus. Bitte um Rückmeldung, ob das jetzt gepasst hat. Und ansonsten muss ich jetzt diese Folge abbinden, denn unsere Zeit ist schon wieder vorüber. Na gut. Ich wollte noch was dazu sagen, warum ich Edouard Louis den französischen Daniel Kehlmann findet und damit so ein bisschen unsere LiteraturexpertInnen unter den HörerInnen triggern, aber jetzt ist keine Zeit mehr dafür. Okay, das erklärst du mir beim nächsten Mal. Ja, genau, so machen wir es. Okay, aber cool. Tolles Kapitel trotzdem. Ich wollte nicht, dass es jetzt zu negativ rüberkommt. Nee, ist alles gut.
Außerdem, okay, perfekt. Wenn man nicht kritisch miteinander ist als Co-Autoren, dann kommt am Ende nur Scheiß bei raus. Also ich bin so froh. So sieht's aus. Genau. Also vielen Dank dir, lieber Dax. Ich würde sagen, Dankeschön. Bis Donnerstag im Boning Wachmacher. Und ich freue mich, dass wir jetzt einfach wieder raus aus dem Urlaub sind und euch immer montags und donnerstags begleiten. Gebt uns bitte 5 Sterne, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Und ich segne euch. Wir lieben euch. Bis dahin. Ciao.